Ja, es war vorgestern am Morgen, da rief Bruder Bonhoeff bei mir an, ob ich heute herkommen könnte, jemand jetzt vertreten. Und da ich noch nirgends eingeteilt war, habe ich gern Ja gesagt. Ich war, warum sollte ich nicht Ja sagen? Dann ist doch schön bei euch. So bin ich auch gern gekommen. Ja, nun hätte ich fast Lust, aber ich mache das nicht mehr, dass ich euch jetzt so fragen würde, wie ist es euch gegangen, so unterwegs, als ihr herkamt? Wie habt ihr euch so da gefühlt? Wie geht es euch überhaupt, wenn ihr daran denkt, dass wir Glied einer Gemeinde sind? Es kann schon sein, dass wir uns einerseits darauf freuen, aber gar nicht immer so viel darüber nachdenken, dass die Freude gar nicht immer so groß ist. Was steht denn da in Philipper 4, Vers 4 geschrieben? Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ich denke, weil es uns manchmal passieren kann, dass wir uns so wenig freuen, möchte ich heute Vormittag einmal mit euch darüber nachdenken, worüber wir uns da eigentlich freuen können, wenn wir ja wissen, dass wir Glieder einer christlichen Gemeinde sind. Nun, ich will damit beginnen, das, was uns eigentlich auch freuen kann und unser Leben schön macht, ist ja auch, wir haben immer jemanden, wir haben immer einen, zu dem wir kommen dürfen. Wir dürfen beten, wir dürfen auch unserem Gott immer sagen, was uns freut, aber wir dürfen ihm auch sagen, was uns Kummer bereitet. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns die rechte Entscheidung gibt, wenn wir uns in irgendeiner Weise entscheiden müssen. Das könnte sein bei jungen Leuten, soll ich diesen Beruf ergreifen oder jenen als Beispiel. Für ältere Leute kann die Frage da sein, soll ich schon in ein Altersheim gehen oder soll ich das noch aufschieben? So können wir uns immer wieder an unseren Gott wenden. Und schön kann es auch sein, wenn wir so erleben, wie uns Gott führt. Ja, da habe ich auch unlängst so etwas erlebt, was ich euch erzählen will. Meine Frau sagte mir, dass sie Zahnschmerzen hat. Nun, das ist für sie gar nicht so einfach, zu einem Zahnarzt zu gehen. Fast alle Zahnärzte sind in ihrer Praxis nur über einige Stufen zu erreichen in Bad Aibling. Nur am ganz anderen Ende von Bad Aibling ist eine Stelle, wo man nicht über Stufen gehen muss. Aber ich hatte doch mal gehört, dass auch ein Zahnarzt ins Haus kommt nach Wittelsbach. Und da war ich froh, dass ich jemanden traf, der mir vielleicht sagen konnte, aber Bruder Motschnick sagte mir, nein, er weiß nichts davon, dass da ein Zahnarzt kommt. Da dachte ich, was mache ich denn da? Wie soll ich das jetzt anstellen, dass meine Frau zu einem Zahnarzt kommt? Und während wir noch davon sprachen, kam Schwester Helmut gerade. Die sagte, doch, es kommt ein Zahnarzt. Und sie hat sofort angerufen unten beim Ärzten, dass sie den Zahnarzt rufen sollen. Und er kam auch dann noch vormittag. Wenn die Schwester Helmut nicht in den Minuten gerade gekommen wäre, wenn sie ein paar Minuten früher oder später gekommen und da durchgegangen wäre, hätte ich das nicht erfahren. Ich konnte es nur so sehen und kann es noch so sehen, dass hier eben auch Gott es so gefügt hat, dass sie in den Minuten kommen musste, wo wir darüber sprachen, sodass ich erfahren konnte, dass ein Zahnarzt eben da angerufen werden kann. Ja, es ist immer wieder schön, auch das zu erkennen und das zu glauben. Und wir können uns gar nicht denken, wie arm dagegen Menschen sind, die solchen Glauben nicht haben. Wie schön ist es doch zu wissen, wir haben einen Herrn, Jesus Christus, und er ist auferstanden vom Tode, nachdem er auch für mich gestorben ist. Wir dürfen uns freuen darauf, dass er wiederkommen wird. Wir dürfen uns freuen, dass wir in ihm einen Fürsprecher haben, der für uns eintritt. Nun, Schöneres und Wichtigeres kann es ja eigentlich gar nicht geben. Ja, und wir dürfen dankbar sein, dass es heute so leicht ist, eine Bibel zu bekommen. Es gibt auch heute noch Gegenden, wo das nicht so leicht ist.
Und es hat ja eine Zeit gegeben, wo es noch keine Bibel gab, diese Übersetzung. Und dann später ist sie unheimlich teuer gewesen. Wie dankbar können wir sein, dass wir ohne weiteres eine Bibel kaufen können? Und noch etwas freut mich dabei. Es hat eine Zeit gegeben, wo man in der katholischen Kirche den Leuten gesagt hat, die Bibel ist nichts für euch, die versteht ihr sowieso nicht. Hört auf das, was euch die Pfarrer sagen, dann ist das richtig, dann wisst ihr, wie ihr zu leben habt. Ich bin froh, sagen zu können, dass es heute Bibeln gibt von katholischen Übersetzern, und gerade die Einheitsübersetzung finde ich wirklich als besonders schön. Ich finde, dass man dort diesen Grundsatz fürs Übersetzen so wörtlich wie möglich, so frei wie nötig, eigentlich sehr gut zustande bringt. Und die Bibel ist sogar gar nicht mal teuer. Und es wird sogar in der katholischen Kirche den Leuten gesagt, nehmt diese Bibel, lest sie. Das darf uns, denke ich, auch freuen. Nun, schön ist auch, dass wir auch als Gläubige der Adventgemeinde auch verbunden sind mit anderen Gläubigen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon gehört habt von dieser Gesellschaft Wort und Wissen. Wort und Wissen ist eine Gesellschaft von gläubigen Gelehrten, die so wie wir auch glauben, dass diese Welt erst vor Jahrtausenden erschaffen worden ist, die nicht an die Abstammungslehre glauben und Schrifttum herausgeben, das uns helfen kann. Ach, wie froh wäre ich gewesen, wenn es diese Gesellschaft und dieses Schrifttum schon gegeben hätte, als ich zur Schule gegangen bin. Ich habe in der DDR gelebt und da war es so, in der vierten Klasse und in der achten Klasse und in der zwölften war im Biologieunterricht die Abstammungslehre nach Darwin das Hauptthema. Ja, da fragte ich mich manchmal, was kann ich darauf antworten? Und ich bin froh und dankbar, dass in der Nachbargemeinde ein Prediger war, dem wir da immer weiterhelfen konnten. Und ich möchte sagen, unsere jungen Leute sollten auch ruhig dieses Schrifttum lesen, was da von Wort und Wissen herausgegeben wird. Sicher gibt es auch manches, was wir glauben und andere Gläubige nicht so sehen. Da bin ich auch froh und dankbar, dass uns die Bibel sagt, dass die Toten schlafen. Ich denke da auch an einen Bruder in Bad Aibling. Als dessen Frau gestorben war, ist er gar nicht mal so sehr traurig gewesen, denn er sagte, na was denn, ich werde sie doch wiedersehen. Es wird doch gar nicht mehr so lange dauern, dann sind wir doch wieder beieinander. Es ist doch wirklich auch eine herrliche Botschaft, das zu wissen, auch wenn ich sterben werde, ich werde ja auferstehen. Wir können es gar nicht vorstellen, glaube ich, wie Menschen empfinden müssen, die diesen Glauben nicht haben. Wenn die auch merken, dass es an Sterben geht, die dann nur denken können, naja, das war's halt nun, das waren halt nun die Jahre, die ich hier gelebt habe, es ist halt vorbei, naja. Es ist so wunderbar, diese Botschaft zu kennen und übrigens auch zu wissen, das ist schön, dass die Verstorbenen nicht in einem Fegefeuer sind, wo sie geplagt werden. Es ist schön zu wissen, dass sie schlafen bis zur Auferstehung. Und noch etwas möchte ich erwähnen. Wenn ich jetzt sage, es ist auch schön zu wissen von dem biblischen Ruhetag, dem Sabbat, dann weiß ich allerdings auch, dass es auch mitunter Kämpfe kostet, dass es oft nicht so leicht ist, eine Arbeitsstelle zu finden, wo man am Sabbat nicht hinkommt zur Arbeit. Ich weiß, dass es oftmals auch viel Kampf bedeutet. Aber auch da haben Gläubige oft, und ich kann es von mir sagen, besondere Erfahrungen gemacht. Da wurde mal erzählt, eine Frau in Hamburg war das, hatte die biblische Botschaft erfahren,
Sie wollte sie auch taufen lassen und den Sabbat feiern. Aber sie war in einem Laden, einem Geschäft angestellt und saß dort an der Kasse. Dieser Laden war ja auch am Samstag geöffnet. Und die Frau sagte sich, ja, ich will ja Sabbat feiern. Aber sie wusste auch, wenn sie das dem Chef sagen wird, dass sie am Sabbat nicht mehr an der Kasse sitzen möchte, dann wird sie schon etwas Schlimmes zu hören bekommen. Aber sie hat es dann doch gemacht. Sie hat es dem Chef gesagt, dass sie am Sabbat nicht mehr an der Kasse sitzen kann. Und es war auch so, wie sie es erwartet hatte. Der Mann war sehr unfreundlich, hat manches zu hören bekommen, bevor er dann weiterging. Aber es dauerte gar nicht lange, da kam der Erzieher und sagte, wissen Sie, ich habe schon länger den Gedanken, dass ich Sie hier von der Kasse wegnehmen möchte, dass Sie bei mir im Büro mitarbeiten sollen. Und damit war auch das Problem gelöst. Dort hatte sie auch den Sabbat frei. Eine Schwester erzählte mir, was ihr Mann erlebte in der Zeit, wo viele arbeitslos waren, vor langer, langer Zeit. Er war gelernter Schneider, aber er war bereit, auch jede Arbeit anzunehmen, wenn er den Sabbat frei hat. Und er wurde dann sogar als Zuschneider irgendwo angestellt. Nun, ich möchte gerne, will gerne auch erzählen jetzt, wie ich auch mal gesegnet worden bin, gerade durch die Sabbatheiligung. Gut, man erzählt sonst lieber Dinge, die sich vor kurzem ereignet haben, aber gestattet mir mal, dass ich das jetzt erzähle, was ich erlebt habe am Ende meiner Schulzeit. Ich sagte ja schon, ich habe in der DDR gelebt. Es war in der DDR nicht immer leicht, am Sabbat frei zu haben in der Schulzeit. Na, als ich zur Schule ging, ging das noch. Da durften das die Kreisschulräte entscheiden. Später dann, als unsere Kinder zur Schule gingen, war es nicht mehr erlaubt, am Sabbat zu fehlen. Da standen diese Fehltage eben als unentschuldigte Tage im Zeugnis. Nun, ich muss so anfangen. Ich lebte dort in Bolzenburg mit in einer Familie, bin ich untergekommen, und ein Sohn dort ging auch in dieselbe Klasse wie ich, und wir wurden oft besucht aus der Nachbarschaft von einem anderen Schüler. Dieser Schüler, der uns besuchte, glaubte nicht an Gott. Er war sehr diskutierfreudig. Und da dachte ich mal, naja, es ist vielleicht gut, wenn ich meine Broschüre kaufe, so eine atheistische Broschüre, damit ich mich schon ein bisschen vorbereiten kann auf das, was der andere mir so sagen kann. Und da kaufte ich eine Broschüre mit dem Titel Die Entstehung und der Klassencharakter des Christentums. Nun, ich will dazu nicht viel sagen. Es war eine Broschüre aus dem Russischen übersetzt. Und da standen Dinge drin, zum Beispiel, dass die Städte Nazareth und Bethanien noch gar nicht gegeben hätte in der Zeit, in der Jesus gelebt haben soll, wie man so sagte. Und ich muss gestehen, diese Broschüre hatte mich erschüttert. Ja, ich muss gestehen, sie hat auch in mir Zweifel ausgelöst und ich dachte, naja, ist vielleicht doch der Materialismus eine so gut durchdachte Lehre? Kann es doch wahr sein? Und ich habe gebetet, Gott möge mir zeigen, dass er da ist und dass auch mein Leben in seiner Hand ist. Ich habe dann noch solche Dinge nicht gelesen, nicht mehr. Und dann, eines Tages, als ich zur Schule ging, das war in der 12. Klasse, da traf ich den stellvertretenden Lehrer dort. Ich habe den nie getroffen sonst, wenn ich in die Schule ging. Da war der stellvertretende Direktor. Und er sagte mir, gut Richter, dass ich Sie treffe. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe den Prüfungsplan eingesehen, die schriftliche Russischprüfung ist in diesem Jahr an einem Sonnabend dran. Ich sage Ihnen das jetzt, überlegen Sie sich, was Sie machen sollen. Also er hat nicht mal gesagt, da müssen Sie mal kommen. Nun, er hat mir geraten, auch mit jemandem darüber zu reden. Ich habe mich unterhalten darüber mit dem Gemeindeältesten. Der hat mir deutlich gesagt, dass er mir nicht sagen kann, was ich tun soll, dass ich selbst entscheiden muss.
aber hat doch auch gezeigt, dass wohl die richtige Scheidung nur die sein kann, dass man eben den Sabbat hält, dass man dann nicht zur Prüfung geht. Na, es war dann nicht ganz leicht. Der Direktor selber war dann damit einverstanden, aber sagt mir, ja gut, dann wollen wir Ihren Fall als berechtigt anerkennen. Aber es wird dann so sein, alle, die jetzt die Prüfung nicht mitmachen, die vielleicht krank sind, die müssen sie später machen. Vielleicht nimmt man die sogar in Schwerin in der Hauptstadt zusammen. Vielleicht ist es wieder ein Sonnabend, das weiß ich nicht. Aber ich blieb dabei, dass ich an dem Sabbat nicht kam. Das ist in der Schule ein Ereignis gewesen, dass jemand im Moment auf die Prüfung verzichtet. Das bedeutete auch, dass ich die mündliche Prüfung noch nicht ablegen durfte, denn die durfte erst dann abgelegt werden, wenn ich schriftlich abgeschlossen war. Nun, dann später erfuhr ich, dass ich Ende August geprüft werde. Und was mir eigentlich mit half, war eine Schülerin, die war so angegriffen von der Prüfung, die hatte sogar Nervenschaden bekommen, die wurde dann auch später erst geprüft. Das war insofern für mich günstig, dass die Prüfungskommission nicht nur meinetwegen zusammenkam. Dann bekam ich einen Brief. Dann und dann an einem Tag wird die schriftliche Prüfung sein und dann 3 Tage später die mündliche. Na, nun dachte ich, 3 Tage später. Die anderen haben doch alle eine Woche vorher gehört, in welchen Fächern sie geprüft werden. Dann müsste ich das doch auch eine Woche vorher erfahren. Ja, und das muss ich noch erwähnen. Schon als ich dann in der Schule war, sagte mir der Mathematiklehrer, auch die Biologielehrerin, dass ich für diese Fächer keine Zeit mehr zu verwenden brauche. Nun gut, war ich ja froh. Ich war, dass man dann ein Fach weniger zu lernen hat. Ja, ich bin dann eine Woche vor dem Datum hingefahren und ich hatte darum gebetet, Gott möge den stellvertretenden Direktor dort sein lassen, weil er freundlicher war. Aber Gott wusste es besser. Die mussten beide da sein. Als ich so erzählte, worum ich gekommen bin, da sagte der Direktor so, naja, Sie wollen es doch so haben. Oder soll ich es erst im September prüfen? Da sagte der stellvertretende Direktor, naja, aber er hat doch recht. Eine Abiturprüfung ist ja wirklich keine Kleinigkeit. Die anderen haben es die Woche vorher gehört. Na, wann wäre das? Na, heute. Na gut, da gingen die beiden nach nebenan und entschieden, worin ich geprüft werde. Einer hätte das wohl gar nicht entscheiden dürfen. Die mussten beide da sein. Und die wussten ja nichts von dem, was mir die anderen beiden Lehrer gesagt hatten. Haben für mich 5 Fächer ausgesucht, darunter auch Mathematik und Biologie. Na gut, Mathematik hat mir nichts ausgemacht, das wusste ich schon, aber Biologie musste ich lernen. Das war der Stoff von 2 Schuljahren etwa. Und das in 6 Tagen am Sabbat habe ich nicht was gelernt. Als es dann soweit war, hatte ich einfach nicht alles geschafft. Ich wusste, es sind Themen dabei, wenn ich die bekomme, kann es eine 1 werden. Es gibt aber auch Themen dabei, wenn ich die ziehe, wird es höchstens noch eine 4. Und ich weiß noch, es war am Spätnachmittag die Prüfung, mir hat zu Hause kein Mittagessen geschmeckt. Und dann schließlich, gut, dann musste ich wieder nach Bolzenburg fahren. Im Zug, ja, hätte ich noch lernen können, aber es war mir nicht mehr möglich. Wenn ich das Buch aufschlug, wusste ich nur, was ich wissen müsste und doch nicht wusste. Ich war dann noch bei einer Familie, bevor ich so hinging zur Schule. Und da dachte ich, ach, ob Gott in der Bibel mir etwas zu sagen hat. Ich kann ja nicht immer wissen, ob Gott das macht, wie ich will. Es könnte ja auch sein, dass ich eine Niederlage mal erleiden muss. Und da schlug ich den Propheten Jeremia so auf, in Jeremia 17, und da las ich im Vers 5. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Ja, denke ich, das passt zu mir. Auf Menschen kann ich mich nicht verlassen. Aber dann las ich dann 3 Zeilen tiefer. Aber gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Gut, dachte ich, wenn ich das jetzt so aufgeschlagen habe, dann soll ich mich wohl auf den Herrn verlassen.
Und ich muss sagen, die größte Angst war gewichen. Ich kann nicht gerade sagen, dass mir sehr wohl war, aber die größte Angst war vorbei. Nun, da ging ich in die Schule, also, ja, mein Wunsch war der, dass ich in Biologie die Frage ziehen möchte, entweder nach dem menschlichen Auge oder nach dem Blut. Nun, ich wurde erst in einem anderen Fach geprüft, Gegenwartskunde, und dann kam Biologie dran. Nun, da lagen die Blätter so auf dem Tisch, die Zahlen nach unten. Und ich musste da so ein Blatt ziehen. Und da sagte ich dem Lehrer, der mich da prüfte, ich habe hier 8 gezogen. Da sagt er, ach, gerade 8, gerade das Blut. Gut, Sie haben das gezogen, dann müssen wir es prüfen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn mir wie ein Stein vom Herzen fiel. Das war doch das, was ich so gern haben wollte. Nun, Auge oder Blut, war ja egal. Gut, dann wurde ich in Erdkunde geprüft. Da hatte ich ja alles gelernt. Aber man hat ja immer Themen, die einem mehr liegen. Und da war mein Wunsch, die Frage zu ziehen nach Eisenerzvorkommen und Zentren der Eisenerzverarbeitung. Und ich zog wieder von fast 70 Themen das Gewünschte. Ja, wie wichtig war das für mich, dass es auch in 2 Themen war. Wie war sonst der Teufel ist ja auch da. Und gerade im Einreden, du, muss das Führung gewesen sein? Kann es nicht auch ein glücklicher Zufall gewesen sein? Aber dass es in 2 Themen so war, sagte mir, nein, das war jetzt kein Zufall, das war jetzt göttliche Führung. Gott hat das erhört und es war die Antwort auf mein Gebet vor Zeiten gewesen. Gott hat in mir gezeigt, dass er da ist. Und dass auch mein Leben in seiner Hand ist. Ich konnte nur dankbar sein für dieses Erleben. Es wird schon so sein. Gott macht es wahr, was er in Jesaja 58 hat schreiben lassen. Jesaja 58. Das ist ein wunderbares Wort auch über den Sabbat. Also Jesaja 58. Dort steht in den Versen 13 und 14, ihr kennt sich auch dieses Wort, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Ich freue mich und bin dankbar, dass ich zu einer Gemeinde gehöre, die auch diese Botschaft verkündigt. Und ich weiß, dass auch viele Menschen dadurch einen besonderen Segen erlebt haben. Nun, ich könnte jetzt sagen, ich freue mich auch, einer Gemeinde zu gehören, die sich mit dem Buch Daniel weitgehend auskennt, was in anderen Gemeinden gar nicht so der Fall ist. Gerade auch durch diese prophetischen Ketten erfahren wir ja auch, dass wir in der Endzeit leben. Auch darüber freue ich mich. Ja, ich wünsche uns das allen, dass wir in dieser Freude leben, aber das bedeutet trotzdem, dass wir auch wachsam sein müssen, dass uns nicht irgendwas etwas verführt. Ich bin erschrocken, als ich das Buch las, wie heißt dieses Amerikaner, von Bruder Johnson, Ist das noch meine Kirche? Es ist sonst ein sehr schönes Buch. Aber erschrocken bin ich, als er schreibt, dass man eben auch der Wissenschaft nicht mehr widersprechen kann, dass schon die Millionen von Jahren dieser Erde zu glauben sind.
Ach, wie schön, dass es dabei sogar bei uns diese Gesellschaft Wort Wissen gibt, die uns da auf der biblischen Lehre verteidigen. Ja, es ist immer wieder gut, dass wir bei dem allem aber auch wissen, gut, dass wir diese Bibel so weit kennen, aber wir haben deswegen kein Recht, etwa andere zu verurteilen. Andere, die anders erzogen worden sind. Und es ist doch schön, wenn wir immer wieder an dem festhalten. Ja, es wird uns nur gelingen, immer wieder an dieser Freude zu bleiben, wenn wir uns immer wieder darin vertiefen. Ich denke auch jetzt an eine Frau, die getauft wurde in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Diese Frau brachte immer eine Einkaufstasche, wenn sie zum Gottesdienst kam, denn sie wollte, dass die Leute eben denken, dass sie einkaufen geht und nicht gefragt werden, wohin sie geht. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass diese Frau nicht lange in der Gemeinde geblieben ist. Wir müssen doch wohl sagen, es gibt doch eigentlich gar nichts Schöneres, als dass uns die Leute fragen, warum wir Sabbat feiern oder wohin wir gehen. Es ist ja manchmal so schwer, ein Gespräch über den Glauben irgendwie zu beginnen. Oder wir haben Hemmungen dabei irgendwie. Was werden die Leute sagen dazu? Sind sie überhaupt ansprechbar? Aber wenn wir gefragt werden, dann ist es doch eigentlich nicht mehr so schwer, die Antwort zu geben und den Leuten zu zeigen, was in der Bibel steht. Wollen wir dankbar sein, wenn wir auch so geführt werden? Ja, sicher, wir stehen manchmal auch vor anderen Fragen, wenn es uns vielleicht nicht gut geht, wenn wir schwere Dinge erleben, besondere Krankheit womöglich, dann möchten wir gern wissen, warum Gott uns so führt. Es bleibt dabei, Gott hat gesagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken nicht eure Gedanken. Aber es tröstet auch dann zu wissen, ja Herr, ich weiß nicht, warum du mich so führst, aber du weißt es und dir will ich vertrauen und selbst, wenn das ja schwer ist. Ich weiß ja, es wird einmal anders sein. Es wird einmal herrlich sein, wenn diese Zeit vorbei ist und wenn ich bei dir sein werde. Wir wollen dankbar sein, dass wir auch eine Gemeinde haben. Es gibt Menschen, die wohnen nicht so nah an einer Gemeinde. Ja, es gibt auch Menschen, die in Ländern leben, wo man verfolgt wird. Wie gut haben wir es aber. Wir haben eine Gemeinde, wohin wir gehen können und wir wollen das auch ausnutzen. Es sagt ja auch in der Bibel, dass wir die Versammlung nicht verlassen sollen. Es ist dabei immer wieder auch wichtig, dass wir uns nicht von Kleinigkeiten irgendwie die Freude nehmen lassen. Naja, so ist es ja auch geschehen, nicht wahr? Als das neue Liederbuch herauskam, schon bevor es da war, gab es ja so viele Diskussionen in Gemeinden. Naja, die Frage um Weihnachten spielt vielleicht heute keine Rolle mehr. Aber früher war das so, da gab es Geschwister, die sagten, wieso, wir können doch nicht Weihnachten feiern, das ist doch ein heidnisches Fest. Ist das wirklich ein heidnisches Fest, wenn man da die Geburt Jesu gedenkt? Oder es mag die Leute wiederum die sagen, wenn du wirklich richtig leben willst, wie es Gott gefällt, dann musst du vegan leben. Nun, da gibt es manches dafür und dagegen zu sagen. Es ist so wichtig, dass wir uns auch nicht durch solche Dinge, durch Nebensachen, die Freude nehmen lassen. Ich wünsche uns das allen von Herzen, dass wir in diesem frohen Glauben leben, froh und dankbar sind, dass wir in der Adventgemeinde leben können. Ja, dankbar sind auch für das, was wir Botschaften haben, die uns auch mit anderen Christen vereinen. Ja, ich wünsche uns eigentlich immer, dass wir von dem Gottesdienst mit frohem Herz nach Hause gehen. So kann ich auch heute nur so sagen. Ich wünsche uns allen, dass wir wirklich froh sind. Ja, ich möchte sogar sagen, lasst mich mal ausdrücken, dass wir innerlich jubeln können darüber. Es ist wunderbar. Wir sind Glieder der Adventgemeinde. Gott sei Dank dafür. Amen. Unser gütiger Vater im Himmel, ja, wir sind hier,
und haben miteinander über dein Wort und dein Wirken nachgedacht. Und wir loben und preisen dich dafür. Ja, wir danken dir, dass wir dieser Gemeinde angehören. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir Bibeln haben. Wir danken dir auch, dass du uns führst und dass wir wissen dürfen, unser Leben ist in deiner Hand. So bitten wir dich, führe uns auch weiterhin. Ja, wir bitten dich, erhalte uns auch diese Freude, die Freude, mit dir zu leben und dein zu sein. Und dass wir auch wissen dürfen, auch dann, wenn du uns Wege führst, die wir selbst nicht gewählt haben, dann weißt du aber, warum du es so machst. Und wir dürfen dir vertrauen. Und wir dürfen uns dann auch freuen auf jene Zeit, einmal in der Ewigkeit, wo es all das Schwierige, Leid und Not und Tod nicht mehr geben wird. So bitten wir dich, halt uns fest in dieser frohen Gewissheit, sei weiterhin bei uns. Ja, segne weiterhin deine Gemeinde hier. Lass von jedem Segen ausgehen, aber hilf auch weiterhin. Lass uns weiter an diesem Ruhetag in der rechten Verbundenheit mit dir leben. Und wir loben und preisen dich dafür. Amen.